Wir alle wissen ja, dass Katzen und ihre Menschen leider nicht dieselbe Sprache sprechen. Und so sehr wir uns teilweise auch bemühen und selbst wenn wir auf ein Katzenmiau mit einem Menschenmiau antworten, wirklich wissen, ob wir den richtigen Ton getroffen haben, werden wir wohl nie. Und das ist schade, umgeben wir uns doch für unser Leben gern mit unseren Fellnasen. Die gute Nachricht ist, unabhängig von dieser Sprachbarriere können wir unseren Miezen dennoch unsere Liebe zeigen. Die 11 Wege, deiner Katze in einer Sprache, die sie versteht, zu sagen, dass du sie liebst, erfährst du in diesem Video. Nummer 1. Du fütterst deine Katze mit ihrem Lieblingsessen. Alle Katzen sind kleine Naschkatzen und haben bei ihrem Futter den ein oder anderen Favoriten, bei dessen Geruch sie schier durchdrehen. Und das weißt du natürlich auch als Katzenhalter. Für viele Miezen ist Fisch ein gefundenes und heiß begehrtes Fresschen, von dem sie nicht genug bekommen können. Aber auch bestimmte Leckerchen werden nicht verschmäht. Da du ja leider nicht per Sprache mit deiner Mieze kommunizieren kannst, kann das Lieblingsfutter helfen. Denn dieses als wöchentlicher Treat ist für deine Mieze ein eindeutiges Zeichen, dass du sie liebst. In geringen Mengen ist selbstverständlich auch das Leckerchen immer eine gute Idee, um deiner Katze deine Zuneigung zu zeigen. Unter Tieren ist die Bereitschaft, ihr Futter zu teilen, ein gigantischer Liebesbeweis und genau so wird es auch von ihr verstanden. Nummer 2. Du kuschelst mit deiner Katze. Das ist natürlich immer eine wechselseitige Geschichte und sollte idealerweise nicht erfolgen, wenn deine Katze gerade ein Kuschelmuffel ist. Dennoch zeigst du deiner Katze mit Kuschel- und Streicheleinheiten, dass du sie liebst. Denn Streicheln setzt bei unseren Fellnasen Glückshormone frei und sorgt so für ein Gefühl der Zufriedenheit und auch Sicherheit. Und genauso zeigen uns unsere Miezen mit dem Schmusen, dass sie uns lieb haben. Besonders toll findet deine Katze es übrigens, wenn du sie an ihren Lieblingsstellen kraulst, also beispielsweise unter dem Kinn, zwischen den Ohren und manchmal auch am Bauch. Kuscheln ist also ein weiteres nonverbales Zeichen, das du deiner Katze geben kannst, um ihr deine Liebe zu zeigen. Nummer 3. Du hast bestimmte Routinen mit deiner Katze etabliert. Katzen sind Gewohnheitstiere, deren Alltag gewissermaßen nach einem bestimmten Muster abläuft. Da wird gefressen, sich geputzt, gespielt und geschlafen. Genauso schätzen sie es aber auch, wenn sie mit ihrem Lieblingsmenschen feste Routinen haben, zum Beispiel das gemeinsame Kuscheln oder bei Wohnungskatzen gemeinsam frische Luft zu schnappen. Tatsächlich wird deine Katze nach einigen Tagen das Einhalten dieser Routinen einfordern bzw. darauf warten, weil sie diese gemeinsame Quality Time mit dir sehr schätzt. Die Bindung zwischen dir und deiner Katze wird durch solche gemeinsamen Aktivitäten also gestärkt und zudem zeigst du ihr damit, dass du sie liebst und zwar in einer Sprache, die sie versteht. Nummer 4. Du beschäftigst dich jeden Tag ausgiebig mit ihr. So sehr Katzen auch teilweise autark sind und sich mit sich und der Umgebung oder auch ihren Artgenossen beschäftigen können, so sehr möchten sie auch Aufmerksamkeit von ihren Haltern. Tatsächlich gehört dies zu einem glücklichen und gesunden Katzenleben dazu. Damit ist nicht nur regelmäßiges Füttern gemeint, sondern einfach Zeit mit der Mieze zu verbringen, zum Beispiel durch ein gemeinsames Spiel mit dem Lieblingsspielzeug. Gern gesehen sind hier Federwedel oder auch Flummis, die sogar apportiert werden. Spielst du mit deiner Fellnase und widmest ihr deine Zeit, zeigst du ihr ein weiteres Mal nonverbal, dass du sie liebst. Eine Routine ist also nicht genug, wenn du nur mal schnell im Vorbeigehen und ohne ein bisschen Zeit einzuplanen, lieblos mit dem Federwedel vor ihr herumfuchtelst. Nimmst du dir dagegen Zeit, spürt das deine Katze und fühlt sich dadurch geliebt und als Teil deines Lebens. Nummer 5. Mach mit ihr den Kopfstupser. Katzen begrüßen uns gerne mit Kopfstupsern, also dem Köpfchen geben. Dabei reiben sie sich an unseren Beinen oder auch an unserer Hand. In einigen Fällen machen unsere Miezen dabei sogar Männchen. Sie freuen sich entsprechend, wenn wir bei diesem Liebesbeweis auch mitmachen und diesen nicht einfach ignorieren. Besonders deutlich kannst du ihr deine Liebe hierbei zum Ausdruck bringen, wenn du Kopf an Kopf mit ihr bist. Zwar schüttest du im Gegensatz zu deiner Katze keine Pheromone aus, aber sie nimmt deinen Geruch wahr und weiß, dass du ihr "Ich hab dich lieb" sagst. Nummer 6. Lass dich von deiner Katze abschlecken und beschnuppern. Über das Abschlecken und Beschnuppern können Katzen ebenfalls Informationen über ihr Umfeld einholen und zeigen so gleichzeitig auch ihre Zuneigung.
Das heißt nun natürlich nicht, dass du deine Katze ebenfalls ablecken sollst, aber du solltest deiner Katze als Zeichen deiner Zuneigung gestatten, dich abzuschlecken und zu beschnuppern. Sie weiß dann ganz sicher, dass du sie liebst und zudem wird die ohnehin schon starke Bindung zwischen dir und deiner Mieze weiter gefestigt. Nummer 7. Flirte mit deiner Katze. Das heißt nichts anderes, als den Augenkontakt mit deiner Fellnase zu suchen. Vielleicht weißt du ja schon, dass Katzen, die ihren Halter anblinzeln, das tun, um "Ich liebe dich" zu sagen, beziehungsweise um zum Ausdruck zu bringen, dass sie uns Zweibeinern vertrauen. Was sie dagegen nicht mögen, ist ein blinzelfreies Anstarren, das als Aggression interpretiert werden und zu eigenen Aggressionen führen kann. Hast du also Augenkontakt mit deiner Mieze, vergiss das Blinzeln nicht. Diese Art der nonverbalen Kommunikation mit Zwinkern versteht deine Katze sofort und sie wird in vielen Fällen auch zurückzwinkern. Eine weitere Möglichkeit also, ihr deine Liebe in einer für sie verständlichen Sprache zu vermitteln. Nummer 8. Teile dein Bett mit deiner Katze. Hieran scheiden sich oftmals die Geister, denn Katzen haaren bekanntlich und diese möchte nicht jeder unbedingt auf Kopfkissen und Bettdecke finden. Auf der anderen Seite bedeutet eine Katze im Bett aber immer auch eine Extraportion Ruhe und Entspannung. Und das nicht nur für die Miezen, sondern auch für uns Menschen. Ebenfalls beliebt kann es bei einigen Katzen sein, sich beim Schlafen an ihre Menschen zu kuscheln oder dies auch nur als einen Teil der Kuschelroutine zu tun. Lässt du deine Katze in deinem Bett schlafen, wirst du voraussichtlich deutlich weniger Platz hinnehmen müssen. Aber dafür sagst du ihr damit jeden Tag in einer für sie verständlichen Sprache, dass du sie liebst und stärkst die Bindung zwischen euch enorm. Nummer 9. Kümmere dich um ihre Fellnässe. Ein wahrlich haariger Punkt, denn nicht jede Katze liebt es, vom Lieblingsmenschen gekämmt und gebürstet zu werden. Viele Katzen verabscheuen das regelrecht und nehmen bereits beim Anblick des Kämmgeräts Reiß aus. Dennoch kann dein Versuch, sie bei ihrer Fellpflege zu unterstützen, als Liebesbeweis verstanden werden, wenn auch ein aus Katzensicht durchaus schräger. Mag deine Katze allerdings das Bürsten gerne, versteht sie es so, wie Katzen untereinander das gegenseitige Abschlecken zur Fellpflege verstehen und damit als absoluten Liebesbeweis. Nummer 10. Bring ihr ein paar kleine Tricks bei, die eure Beziehung stärken. Gut, Katzen sind keine Hunde und demnach vielleicht nicht ganz so affin und vor allem willig, was das Erlernen von Tricks angeht. Das heißt aber nicht, dass es nicht genügend Katzen gibt, die Tricks beherrschen. Gehört deine vielleicht sogar schon dazu? Schreib das doch mal unter das Video. Generell funktioniert das Trickbeibringen bei Katzen mit kleinen Bestechungen durch Leckerchen am besten, kann aber sogar auch ohne klappen. Fakt ist aber, dass für Katzen in diesem Fall das gleiche gilt wie auch für Hunde. Gemeinsam zu trainieren und Tricks zu erlernen, stärkt die Beziehung zwischen Zwei- und Vierbeiner. Sie versteht, dass du viel Zeit mit ihr verbringst und freut sich über diesen Liebesbeweis von deiner Seite. Nummer 11. Kuschel dich zu ihr, wenn sie auf deinem Sofa schläft. Generell sollte man schlafende Katzen nicht stören, vor allem dann nicht, wenn sie sich im Tiefschlaf befinden, denn das kann sich unter Umständen auf ihre Gesundheit auswirken und vor allem sie kurzfristig auch erschrecken. Liegt deine Katze aber zusammengerollt auf dem Sofa und blinzelt dich dabei an, schläft also nicht tief und fest, kannst du dich ruhig dazulegen und mit ihr kuscheln. Du wirst sehen, dass sie sich dann noch weiter entspannt und in vielen Fällen sogar näher an dich heranrückt. So fühlt sich deine Katze nicht nur sicher, sondern auch von dir geliebt und das ganz ohne Worte, die sie leider ohnehin nicht verstehen würde. Möchtest du jetzt noch wissen, welche 11 Dinge diejenigen Menschen anders machen, die dadurch häufig zum absoluten Lieblingsmenschen ihrer Katze werden? Klick links auf das Bild, um es herauszufinden. Oder willst du jetzt lieber noch erfahren, welche großen Liebesbeweise umgekehrt unsere Katzen uns täglich machen und das meist sogar ganz ohne, dass wir es überhaupt bemerken würden? Klick jetzt auf das rechte Bild und finde es heraus.